Paxos Mission in Kaulu war erfolgreich. Entfernen der Travelers Plan. Nova 6. Ein Nerv ist das so tödlich ist, dass sie bei Kontakt tot wären, ehe sie den Boden berührten. Dragovichs Waffe. Gehen Sie zurück nach Vietnam Basin. War Viktor Rissenhoff nach der Flut aus dem Exterrad immer noch bei Ihnen? Rissenhoff war die ganze Zeit bei mir. Sind Sie sicher? Norden. Wir gingen nach Norden. Vietcong. Wir wurden abgeschossen. Rissenhoff hat selbst das überlebt. Dragovichs Schoßhund Kravchenko war dort. Er wusste, dass wir kommen würden. Hotel 9-1, wir stürzen in Sektor Bravo Tango 7-9 ab. Mayday, Mayday! Davis, bist du noch da? Davis. Komm schon, Davis! Frank, alles okay? Scheiße! Mein Bein! Ich brauche hier Hilfe! Scheiße! Sie kommen! Macht sie fertig! Wir müssen von ihr weg! Das Ding wird gleich... untergehen. Wir gehen hier unter, Mason. Oh mein Gott, wie ich diesen Scheiß hasse. Was war da jetzt rot markiert her? Das habe ich jetzt nicht so ganz gecheckt. Ach so, okay. Mhm. Okay, keine Granaten da. Schande. Oh. Ja, komm, ey. Mein Gott, blöd oder so? Woods ist ein sehr talentierter Mann. Sie haben ihre Leute weise gewählt, Mason. Ich suche mir eine erhöhte Position und halte nach Kravchenkos Anlage aus. Verstanden. Bleiben Sie in der Nähe, Viktor. Lima 9, X-Ray, hier Whiskey. Jemand da? Whiskey, höre. Woods, wir dachten, wir hätten dich in dem Heli verloren. Wie sieht der neue Plan aus? Du übernimmst den südöstlichen Rand und wir sehen unseren Treffpunkt. Verstanden. Whiskey ist unterwegs. Over. Gut, dass du noch bei uns bist, Woods. Treffpunkt direkt voraus. Bowman sollte auf uns warten. Kein Lärm, nur das Messer. Dragovic, Kravchenko, Steiner. Thank you.
klappt jedes Mal. Mason, instruier uns. Ganz in der Nähe dieses Dorfes ist ein Militärposten unter dem Kommando von General Kravchenko. Die Luftabwehr hat den Leitoffizier erwischt. Ein ZPU. Machen wir ihn unschädlich, dann können die Hornets rein. Whiskey-Team, übernehmt die Brücke und den östlichen Fluss. Mason mit mir zum Westrand. Treffpunkt Dorf in 5 Minuten. Verstanden. Whiskey-Team zu mir. Bis später dann. Oh. Ja, los. Oh, badabum. Ja. Muss ich nur weg? Da hoch. Und immer ganz leise sein. Sonst kriegen wir Anschiss. Oder wir werden getötet oder so. Whiskey hat das Ortufer gesichert. Rücken zur Brücke vor. Sierra ist am Nordrand. Komm ich hier nochmal vorbei oder so? X-Ray sichert die Westflanke. Ankunft in 3 Minuten. Wir teilen uns auf. Ich übernehme den oberen Teil. Du über den... Dahin. Ladungen sind scharf und bereit. Sierra in Position. Whiskey bereit. Verstanden. X-Ray unterwegs. Hast du den Zünder? Hier ist er. Jo. Feuer frei! Hör die Augen nach dem ZPU auf! Die Köpfe unten halten! Mason, ausschalten! Okay, ich habe mich ausgeschaltet. Geil. Feuer frei! Hör die Augen nach dem ZPU auf! Die Köpfe unten halten! Na los, Mason, mir nach! Oh mein Gott! Kontakt auf dem Dach! Mason, ausschalten! Ist schon. Ihr weht sicher! Mason, geh in Position! Schlupfloch voraus! Eine Granate in das Schlupfloch! Oh, ich krieg sogar einen Sniper. Wahnsinn. Augen nach links, Mason! Mach sie alle fertig! Charlie auf dem Dach! Ach, ist gar keiner mehr, oder? Ich bin schon wieder tot. Ich bin tot. Ich bin super tot. Scheiße. So, weil es so schön ist, normal. Wie so oft. Ist ja nichts Neues. Die Köpfe unten halten. Na los, Mason, mir da. Kontakt auf dem Dach! Mason, ausschalten! Pass doch auf!
Rauf den. Bewegung, los! Mason, geh in Position! Augen nach links, Mason! Mach sie alle fertig! Och Mann, was ist denn das? Ich gehe doch in Deckung. Nun so eine Scheiße, ey. Oh, ich kann durch Wände durchschießen und sowas, oder was? Kann ich auch. Theoretisch. Was ist denn das? Was ist denn das? Ich habe das Gefühl, ich werde immer schlechter. Feuer frei! Hör die Augen nach dem ZPU auf! So, jetzt geht sie los hier. Na los, Mason, mir nach! Alles sicher! Bewegung, los! Mason, geh in Position! Mason, mach sie alle fertig! Da oben! Charlie auf dem Dach! Schlupfloch voraus! Eine Granate in das Schlupfloch! Was für ein Schlupfloch? Ziel erledigt! Granate geworfen! Auch da oben! Jage sie hoch! Das muss jetzt aber mal reichen. Guter Schuss. Was ist denn los, ey? Oh mein, kann ich da nicht reinspringen, ey? Was ist denn das? Benutzt die 202. Nutzt die 202. Was ist denn die 202 hier? 202. Ist das die 202? Soll ich die 202? Ist das die 202? Was heißt denn das? Ziel erfüllt. Verstanden. Komm, reg mich mal nicht auf, Fungs. Bumm. Bumm! Verstanden. Lieber 9 X-Ray, hier Kentucky, die Green Hornets kommen. Greif den Arsch zusammen, wir kommen rein. Ach komm, ey. Bumm! Schon wieder. Es ist mal direkt neben mir oder so. Ach ja, wunderschön. Bringt mir gar nichts. Oh. Sierra hat den Nordrand gesichert. Rücke zum Dorf vor. Linke Flanke. Ziel auf dem Dach. In Position. Mach ich. Eine Granate in das Loch. Oh mein Gott, was war denn das? Ich werde ziehen und irgendwas drückt mich von der Seite weg, ey. Eine Granate in das Loch. Schon wieder, ey. Was ist denn das immer? Ich krieg das gar nicht so schnell mit, was da mich da von der Seite wegdrückt, ey. Den hat's erwischt. Eine Granate in das Loch. Der scheiß Hubschrauber, ey. Was los bei dir? Ziel ausgeschaltet. Ach komm, leck mich doch alle im Arsch, ey. Hm, machst du. Eine Granate in das Loch. Sie
sind auf der Insel. Oh Wahnsinn, was ist denn das für ein beknacktes Haus? Auf der Insel. Ach komm. Hab eine Granate geworfen. Alles Roger. Lock gesichert. Weiter. Bereich sicher. Wir gehen durch die Hütte. Mason, geh voraus. Mason, hier rüber. Mhm. Den Rest des Dorfes sichern. Charlie hat gleich das MG. Scheiße, Deckung! Weglaufen oder so ähnlich. Ja. Eine Granate in das Loch. Mann, was ist denn das? Wie viele sind denn das? Wie viele? Die schlimmste Folge überhaupt. Eine Granate in das Loch. Mein Gott, jetzt wechsel doch die scheiß Waffe und nimm die Kacke hier. Fick dich da oben! Schon wieder in dem Scheißhaus. Mein Gott, kommt der da nochmal rum? Nein, ich bin zu doof dazu. Was ist das eigentlich für ein Loch? Mein Gott, wie komme ich denn jetzt wohin? Da oben lang. Stopp gesichert, weiter. Bereich sicher. Wir gehen durch die Hütte. Mason, geh voraus. Mason, hier rüber. Den Rest des Dorfes sichern. So, jetzt läuft's hier ein bisschen. Wie lange? Charlie, 9 Uhr! Mein Gott, leck mich doch am Arsch, Alter. Lol. Das ist Roger, natürlich. Darum werde ich auch immer angeschossen. Wie will. Rattenloch voraus. Ich sehe es. Warte, warte. Hä? Wir müssen den Tunnel räumen. Mache ich. Swift, folge mir. Gut. Ich lasse die Hamlets weiter alles umkrempeln. Dann los. Lima 9, hier X-Ray. Bereit machen für Aufklärung. Roger, X-Ray. Oh. Hier. Nimm das. Taschenlampe. Bleib dran. Wir finden deinen Kravchenko. Kommst da lebend raus. Baumann, geh vor. Los. Kämpf doch einfach nicht mehr. Halt das Licht ruhig, Mason. Ich halt doch ruhig. Halt! Reznov, das war verdammt knapp. Niemand kämpft allein, Mason. Ich finde schon einen Weg. Na gut, aber seien Sie leise. Was stimmt noch nicht mit dir? Was denn? Mason, du musst dich echt am Riemen. Rutsch, bitte komm. Schieß los, Mason. Swift ist tot. Und hier wimmelt's von Vietcong. Lima 9 sucht das Gebiet ab. Keine Spur von... Rutsch, bitte komm. Scheiße. Na, ich brauch das Licht eigentlich auch nicht. Ich sehe alles. Aber schön, dass er schon weiß, dass ich da um die Ecke komme. Das ist echt Wahnsinn. Hör mal auf rumzuschreien, Alter. Wo ist Ihr Freund Swift? Tot. Wir trauern später, Mason. Es gibt Hinweise auf Sowjets in diesen Tunneln.
Wir sind auf der richtigen Fährte. Hier! Helfen Sie mir mal! Ah. Vorsicht, Mason. Ich höre den Feind. Ich auch. Achso, den kann ich nicht angreifen. Ist ja echt Wahnsinn. Welche Richtung, Reisner? Vertrauen Sie Ihren Instinkten, Mason. Ich vertraue einfach dem Punkt. Verdammte Scheiße! Wirkt verlassen. Kravchenko hat mit uns gerechnet. Und ist überstürzt abgehauen. Sehen Sie sich um. Kravchenko. Nehmen Sie die Dokumente mit, Reznov. Wir gehen. Kürzliche Feldversuche an den Einheimischen beweisen, dass dies das wirkungsvollste Nova 6 bis heute ist. Wie bei den Tierversuchen entspricht auch die Entwicklung der Symptome beim Menschen genau unseren Erwartungen. 30 Sekunden, nachdem sie das Gas einatmen, erfahren die Opfer gewaltige Schmerzen. Danach sinkt der Blutdruck rapide und es kommt zu Fieber, Übelkeit und Erbrechen. Nach 60 Sekunden bilden sich Blasen auf der Haut, die sich bereits kurz darauf am ganzen Körper schuppt, fällt und zerfährt. Das erste Anzeichen der Hautnekrose. In diesem Stadium hatten wir begrenzt Erfolg mit Versuchen, die Opfer durch operative Entfernung des Gewebes am Leben zu halten. Aber auch die Entfernung des abgestorbenen Gewebes kann die Ausbreitung nicht verhindern. Bei männlichen Erwachsenen scheint sich die Infektion immer gleich schnell zu entwickeln. Bei Kleinkindern jedoch ist der Verfall aggressiver. Meist sterben sie binnen 30 bis 45 Sekunden. Alles deutet darauf hin, dass wir eine funktionierende Formel haben, die auch in wärmeren Klima effektiv ist. Dr. Steiner muss von unserem Erfolg erfahren. Kravchenko, Ende. So, ja, gut. Scheiße. Los! Los! Kravchenko wollte hier alles in die Luft jagen. X-Ray, bitte komm. Verdammt. Schnell, Mason! Ich will nicht, dass schnell. Mason, was zum Teufel ist da passiert? Wir sehen Feuer in den Tunneln. Wo seid ihr, verdammt? Wir halten die Position, bis wir dich sehen. Scheiße. Wird kommen, Mason! Schon wieder? Oh nein! Na los, na los! Verschwind mir hier! Reznov sagte, die hätten mehr Leute getötet, als ich zählen kann.
Hören Sie mir genau zu, Mason. Sie können es noch nicht trauen. Was immer er Ihnen auch sagt. Aber von ihm haben wir die Akte über Clark. Er führte uns zu Nova 6. Resnoff ist nicht der, für den Sie ihn halten. Nein, er ist mein Freund. Er half mir zu fliehen. Betrogen, vergessen, verlassen. Alle Brüder. Vergessen Sie Resnoff. Konzentrieren Sie sich, Mason. Wir haben keine Zeit mehr. Bald herrscht Krieg. Wessen Krieg? Scheiße, wer sind Sie überhaupt? Ah! Ich höre immer nur diese Scheißzahlen. Eine Übertragung, Mason. Die Zahlen sind eine Übertragung. Sie wurden einer Gehirnwäsche unterzogen.